Gebieter hat die Festungen vereinigt und ein neues so. Die Schwerter von Sengilios. Durch die Siege des Gebieters und Julen Damas Tod wurde die Allianz immer verzweifelter. Sie haben einen Angriff auf die Ländereien der Radam gestartet und es besonders auf den Gebieter abgesehen. Und wo ist der Gebieter? Sie werden den Gebieter in den Räumen des Konzils der Ältesten finden. Sieg für Clan und Sippe, Spartans. Ja, das ist auch ganz nice. Das ist wieder diese Steinwelt. Sieht halt auch echt gut aus, ne? Wir brauchen Unterstützung, ja. Ich assoziiere ja. Nee, ich möchte es reden. Ich assoziiere ja mit dieser Steinwelt immer dieses eine Level, wo man auf diesem Roboter die ganze Zeit durch Halo 3 fährt. Ja, der Mammoth ist immer wieder. Ja, genau, der Mammoth. Ich nenne ihn da immer nur Mammoth. Ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt. Teamshot is real. Wie wir, wenn wir Arena spielen. Nee, da ist der Teamshot nicht real. Du machst die ganze Zeit Kills und dann klaust du sie auch. Das will ich den Kameraden schreien. Wirklich, ich hab mir. Wirklich. Ich habe mir die Tage mit Tobias, das von Josef Goebbels, wollt ihr den totalen Krieg Remix-Lied angehört mit Animals von Martin Garrix. Und da frage ich mich wirklich, wer macht sich diesen Spaß, das zusammenzukatten. Aber noch besser ist ja wirklich dieses, wollt ihr den totalen Krieg. Mit SpongeBob, was Erik uns damals gezeigt hat. Also das ist wirklich immer wieder, also wer das komplett anschauen kann, ohne zu lachen, der ist wirklich humorlos. Ist übrigens interessant, dass man selbst auf normal so schnell gelöscht wird, ne? Ja. Oh, das war komplett nichts. Ich bin halt einfach wieder Reckless runtergesprungen. Guck mal, hier den Weg. Bin runtergesprungen. Ein bisschen höher. Ja, ich bin eh gleich safe tot. Hier unten ist viel zu viel los, Alter. Deswegen meinte ich ja, komm hier hoch. Aber jetzt bist du eh schon unten. Ja, gut. Selber schuld. Das war wirklich der Pro-Move des Jahres. Ich brauche hier mal Hilfe! Die Pause ist vorbei, Tanaka. Danke, Spartan. Ich hab mich einfach grandios selber getötet. Ich hab's gesehen, das war der zweite Pro-Move des Jahres. Scheiße, hat man's gesehen. Nein. Ja. Lad das nicht hoch. Ja, alle werden in den Kommentaren schreiben, ja, eigentlich ganz gutes Let's Play, aber was spielst du da mit vieler Lusche? Osiris,
Ja, da bin ich mal wieder zu sehr gepusht. Ach du Scheiße, ihr seid ja wirklich 800 Kilometer entfernt. Hilfe! Digga, wenn der Bug das jetzt nicht hinkriegt, ne? Wirklich, der Typ ist so scheiße. Ja, natürlich, du hast die Kleine. Wir spielen auf normal, das dürfte reichen. Ich werde leider nie wieder spawnen, wenn das so weitergeht. Ja, wunderbar. Wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich tot? Nee, ne? Ist nur dann schwer, wieder hochzukommen. Es war wirklich der komplette Joe. Schade, dass wir keinen Kontakt mit dem Jungen mehr haben. Ja, ich lieg da mal wieder wirklich ganz günstig. Also ja ganz sicher gehen. Weißt du, das ist so wie ja, das ist so wie die Polizisten in den Kinofilmen immer dargestellt sind. Findest du nicht auch, dass Polizisten im Kinofilm immer so dargestellt sind, so nach dem Motto, scheißegal, ob man jetzt
Freund oder Feind ist erstmal, müssen alle die Fresse halten. Weiß nicht, was ich meine, zum Beispiel so in Transformers, da sagen die einfach immer so, erstmal so, alle erstmal aussteigen, alle erstmal, weiß ich nicht, die Waffen runter. Und prinzipiell ist immer erstmal jeder böse. Weiter oder was? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich recht erinnere, aber ich meine, die Panzer waren aber auch extrem stark. Also die haben einen irgendwie immer direkt abgeknallt. Auf Legendär waren da hinten immer so Panzer, die einen across the map gefügt haben, ne? Ja, hier, der hier oben zum Beispiel, ne? Ich sehe den nicht, ich bin ganz links. Also ich komme von ganz links. Ja, ich habe den schon gekillt, den Panzer. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Wie heißt Brave. Die? Ja, genau. Ich spiele zwar erst seit 400 Jahren, aber was soll man es wissen? Na, hier, siehst du, da ist der zweite Panzer. Oder Rape. Das war jetzt aber recht souverän, diese Area. Sein. Der Punkt ist, ich glaube, ich weiß noch gar nicht, wie die Halo 5 Story ist, weil ich glaube, ich habe es wirklich nur zu zweit mit dir auf Legendär durchgespielt. Und da man hier die Cutscenes nicht sieht. Worum geht's denn so ungefähr? Hä, hey, Digga, der hat einfach die deutsche Spur von Benjamin Blümchen, der Gebieter, oder? Kann sein. Muss gleich mal hören. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da ist.